Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Es könnte tatsächlich sein, dass wir in Zukunft entweder gar keine Prestige-Skins mehr sehen oder erstmal wieder eine Weile darauf warten müssen, bis es einen neuen Prestige-Skin gibt. In den Gamefiles gab es eigentlich die Informationen, dass in Season 14 der Wraith Prestige-Skin kommen soll. Wir wissen ja nun, wie es jetzt bis Ende Season 14 weitergeht. Nächste Woche Dienstag am 4. Oktober startet das Halloween-Event. Dieses geht 4 Wochen mit einem neuen Gunrun-Modus nochmal zusätzlich Kontrolle und 2 Wochen kommt der Shadow Royale-Modus. Das heißt, es ist gar kein Platz für ein weiteres Collection-Event, wo wir den Wraith-Skin freischalten können. Der Wraith-Skin, die Leaks und die Game-Files im Spiel, die gefunden wurden, die sind vor kurzem aus den Game-Files verschwunden. Zusätzlich muss man dazu sagen, dass die Kritik einmal an dem Bloodhound-Prestige-Skin und an dem Bangalore-Prestige-Skin sehr, sehr hoch war. Zum einen trifft natürlich der Skin nicht jeden Geschmack und zum anderen muss man natürlich über den Preis reden, dass es da tatsächlich sein kann, dass in Zukunft solche Skins gar nicht mehr kommen. Also das ist tatsächlich ein Gerücht, das rumgeht, keine Prestige-Skins in Zukunft mehr, weil es Respawn so schon nicht so ganz gebacken bekommt, irgendwie mehrere Events in einer Season auf die Kette zu kriegen. Ob jetzt tatsächlich nie wieder ein Prestige-Skin kommt, ist natürlich nicht offiziell bestätigt. Auf jeden Fall für alle Wraithmains, die sich in Season 14 auf den Prestige-Skin, so wie ich zum Beispiel auch, gefreut haben, die müssen auf jeden Fall in die Röhre gucken. Ob in Season 15 mehr passiert, halte ich euch wie immer natürlich auf dem Laufenden. Ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Feiert ihr das mit den Prestige-Skins? Ja, nein, vielleicht, weil in einer Season ein neues Erbstück, ein Prestige-Skin und. Ist vielleicht ein bisschen viel. Ich würde sagen, im Wechsel eine Season ein Erbstück, die andere Season Prestige-Skin, würde ich vielleicht gar nicht so schlecht finden. Natürlich ist das hier eine Riesennummer. Dass das nicht jedem gefällt, ist mir klar. Deswegen schreibt mir in die Kommentare, was haltet ihr davon? Wie sind eure Geschmäcker? Wie fandet ihr bis jetzt überhaupt die Prestige-Skins? Ich weiß, dass der Bloodhound-Skin nicht auf mega Standing Ovations getroffen ist. Den Bangalore-Skin, den finde ich ganz okay. Aber wie gesagt, alles Geschmackssache. Jetzt bin ich auf eure Meinung, wie gesagt, gespannt. In den nächsten Tagen gibt es weitere Videos. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.